Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr an diesem Sonntagabend. Ja, am Vorabend, an dem wir 150 Jahre Reichsgründung gedenken können, am 18.01.1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. Und ja, wir als Stadtpalais Museum für Stuttgart veranstalten heute einen gemeinsamen Diskussionsabend mit der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus über ja, diesen Abend zu erinnern zwischen müssen, sollen und können. Ja, muss man an diesen Tag der Reichsgründung erinnern? Sollte, muss man vielleicht sogar, kann man nur, warum sollte man es tun, warum sollte man es nicht? An diesem Abend soll es um diese Fragen gehen. Er soll uns zum Nachdenken anregen über die jetzige aktuelle gegenwärtige Rolle des Kaiserreiches. Und den Auftakt des Abends wird der geschätzte Kollege von der Universität Stuttgart, Professor Wolfram Püter, übernehmen, der übrigens diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, weil er bei unserer Podiumsdiskussion im Mai diesen Jahres zu Wilhelm II. Und dem Gedenken an Wilhelm II. Zu Recht bemängelte, dass wir gar keine Erinnerungskultur zum Kaiserreich besitzen und auch zu 150 Jahre Reichsgründung so herzlich wenig wahrscheinlich stattfindet, sodass wir uns herausgefordert fühlten, genau diesen Abend heute zu unternehmen. Die Moderation des Abends wird im Rahmen der Kooperation Dr. Thomas Hertfelder, Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands in der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus übernehmen. Vielen, vielen Dank für diese Kooperation. Vielen, vielen Dank für die Moderation. Ich freue mich sehr auf den Abend und bin jetzt gespannt, wie sehr uns der Impuls von Herrn Püter so ein bisschen vielleicht aus der Reserve lockt in diesem Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Püter, legen Sie los. Ja, wir haben vielleicht alle noch die Bilder vor Augen. Am 18. Januar 1871, die Proklamation des preußischen Königs und deutschen Kaiser im Spiegelsaal zu Versailles. Ein unfreundlicher Akt gegenüber Frankreich. In Versailles findet die Gründung des Deutschen Kaiserreichs statt und es sind die Fürsten in ihrer Funktion als militärische Befehlshaber, die das Kaiserreich aus der Taufe heben. Und so mag man sich in der Tat das Bild vor Augen halten, ist das Kaiserreich ein verlängertes Preußen, ein Großpreußen, ist Württemberg, um das es mir hier geht, um das Verhältnis zwischen Württemberg und dem Reich, gewissermaßen von Preußen verschlungen worden. Und hat Preußen, hat sozusagen der preußische Stiefel, der Kasernenhofton des preußischen vermeintlichen Militarismus, die Umgangsformen dieses Kaiserreiches so bestimmt, dass Württemberg nichts anderes übrig geblieben ist, als verhockt sich zurückzuziehen in diesen Winkel, einen Krähwinkel, einen Schmollwinkel, und dass die beiden württembergischen Monarchen, die in dieser Zeit an der Spitze Württemberg standen, also Karl I. und Wilhelm II., keine besonders gestaltungsfreudige Rolle im Kaiserreich spielten. Karl I. hat ohnehin häufig außerhalb Württembergs seine Zeit zugebracht, und Wilhelm II. War auch jemand, der sich in keiner Weise aktiv in der Reichspolitik engagiert hätte, im Unterschied etwa durchaus zu anderen Monarchen. Also ist das das Bild, das wir haben, und das sozusagen eine Verfallsgeschichte Württembergs in einem großpreußischen Kaiserreich zeigt. Sie mögen sich vorstellen, dass die Antwort auf diese Frage, die ich als nicht nur rhetorische Frage stelle, ein mannhaftes Nein ist, denn ich möchte ein anderen Akzent setzen. Ich möchte zeigen, dass im Deutschen Kaiserreich als einem überaus komplexen System es ein Patentrezept gab, um mit dem Problem der Komplexität fertig zu werden. Das ist ein zentrales Problem, das die Politikwissenschaft, ich bin auch Politikwissenschaftler, als Problem der Governance-Forschung beschreibt, wie man in hochkomplexen Systemen Entscheidungen trifft. Und der Königsweg im Deutschen Kaiserreich war der Weg des Kompromisses. Der Kompromiss ist der Weg, mit der Komplexität eines Systems umzugehen, das in hohem Maße komplex war. Denn das Deutsche Kaiserreich war ein föderales Gebilde, das den Föderalismus der heutigen Bundesrepublik bei weitem übersteigt. Ein Bund der Staaten und der Fürsten, in dem Württemberg eine beachtliche Rolle gespielt hat. Das Kaiserreich war auch deswegen komplex, weil das Verhältnis zwischen der Exekutive und der Legislative, zwischen den Regierungen, der Reichsleitung und den Parlamenten nicht einfach war, sondern ein hohes Maß an kompromisshafter Improvisation erforderte.
Das sind die beiden wesentlichen Politikfelder, auf denen die Kunst des Kompromisses eingeübt wurde. Und Sie werden sich natürlich alle fragen, was ist ein Kompromiss? Ein Kompromiss ist ein Verfahren, also ein geordnetes Verfahren, das auf Ausgleich ausgerichtet ist und das bestimmte Akteure, die institutionell dazu befugt sind, in die Rolle bringt, dass sie diesen Ausgleich suchen und Kompromissfindung der zentrale Fixpunkt eines solchen Verfahrens ist. Der Kompromiss ist also eine Entscheidung, kein Palavern, kein endloses Debattieren, sondern am Ende steht ein klares Ergebnis. Und man könnte eine Fülle von kompromisshaften Entscheidungen vorführen. Ich möchte mich auf einige wesentliche Aspekte beschränken und darauf hinweisen, das ist die zentrale These, Württemberg ist ein Laboratorium, auf dem eine Kompromisskultur gedeihen konnte, die in hohem Maße die politische Kultur des gesamten Deutschen Kaiserreichs positiv bestimmt und beeinflusst hat. Württemberg sozusagen das Geburtsland des Kompromisses in Deutschland. Württemberg kann das, weil Württemberg als Königreich über bestimmte Reservatrechte verfügt, das ist allgemein bekannt, eine eigene Militärverwaltung, Eisenbahn, Post, Telegrafenwesen. Aber Württemberg kann das auch, weil im Lande selbst im Verhältnis zwischen der Regierung und dem Parlament, also der Zweiten Kammer, dieser Kompromiss immer neu eingeübt wurde und daran haben erheblichen Anteil weniger der württembergische Monarch als die beiden dominierenden Gestalten der württembergischen Ministerpräsidenten, nämlich Hermann Mitnacht und Karl von Weizsäcker, der eine von 1870 bis 1900, 30 Jahre regierend, und Weizsäcker ab 1906, die in hohem Maße es geschafft haben, in der Zweiten Kammer, mit der Zweiten Kammer zusammen, ein Modell des konsensualen Ausgleiches zu finden. Und das ist überhaupt Zeichen des Kompromisses. Es gibt kein Blockdenken. Es gibt keine eingefahrenen Fronten zwischen Parteien, die nicht regierungsfähig sind, die nicht beteiligt werden. Es gibt keine Reichsfeinde in Württemberg. Und das ist etwas, was man nicht genügend stark herausheben kann. Selbstverständlich hat das Bismarckreich in hohem Maße durch die Gestalt des Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsidenten einen Politikstil gepflegt, der ganz und gar nicht dem Kompromiss verpflichtet war. Einen agonalen Politikstil, der gegenüber dem politischen Katholizismus und der Sozialdemokratie eine Politik der Ausgrenzung betrieb. Württemberg hat einen Kontrapunkt gesetzt. In Württemberg hat es keinen Kulturkampf gegeben. Und zwar deswegen, weil Württemberg in kluger Weise den König wie die Exekutive versammelnder Voraussicht darauf geachtet hat, die Integration der Neuwürttemberger, die zu jeglichen Teilen katholisch waren, in das Königreich Württemberg zu praktizieren, indem er die Neuwürttemberger nicht nur einbindet, sondern sie auf dem Weg des Kompromisses in wichtige institutionelle Schaltstellen bringt. Hermann Mitnacht wäre ein Beispiel für eine solche perfekte Integrationsleistung. Das kann man auch daran erkennen, dass in Württemberg die politische Partei, die dann aus den Erfahrungen des Kulturkampfes die katholische Minorität zu einer Aktionseinheit macht, Zentrumspartei, erst im Jahre 1894 gegründet wird, weil man es in Württemberg gar nicht nötig hat, dass der politische Katholizismus sich 20 Jahre lang eine eigene Stimme gibt. Umgang mit der Sozialdemokratie, mit den Sozialisten. Alle kennen das Sozialistengesetz aus dem Jahr 1878, das bis 1890 Bestand gehabt hat. Ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie. Württemberg ist auch in der Zeit des Sozialistengesetzes zu einem Refugium geworden für Sozialdemokraten, für Sozialisten aus anderen deutschen Staaten, die gewissermaßen politisches Asyl in Württemberg gefunden haben. Ich nenne nur drei Namen. Karl Kautsky, einer der großen, eher traditionalistischen Theoretiker, der am Marxismus relativ dogmatisch festgehalten hat. Johann Dietz, der große Verleger, der von Hamburg nach Stuttgart geht, weil in Stuttgart ein freier Geist weht. Und der erste württembergische Ministerpräsident nach 1918, Wilhelm Bloß, ein Historiker, ein eher linksliberaler Gelehrter, könnte man meinen, der 1884 hier den wahren Jakob herausbringt als sozialdemokratisches
Organ. Und das im Jahre 1907, der internationale Sozialistentag in Stuttgart stattfindet, ist kein Zufall. Stuttgart war der einzige Ort, die einzige Hauptstadt eines deutschen Staates, in dem ein Kongress, eine Heerschau des internationalen Sozialismus, die nicht unbedingt systemisch stabilisierend war, stattfinden konnte und die in Stuttgart lebende Clara Zetkin nicht nur für Frauenrechte eintrat, sondern die eine oder andere durchaus revolutionär klingende Rede gehalten hat. Wir fassen also zusammen, es gibt eine Kultur, ein Zusammenleben, es gibt Praxen des Ausgleiches, die die Katholiken wie die Sozialdemokraten integrieren. Die große Gestalt der württembergischen Sozialdemokratie, Wilhelm Keil, ist Exponent. Und wenn der für die Nationalliberalen im Reichstag sitzende Abgeordnete Industrielle Gustav Siegle August Bebel bei sich privat beherbergt und bewirtet, ist das etwas, was in Berlin nicht möglich gewesen wäre. Die Württemberger haben diese politische Kultur nach Berlin exportiert. Das war sozusagen ein württembergisches Exportgut. Und zwar tun sie das nicht zuletzt durch Parlamentarier, die erhebliches politisches Gewicht besitzen. 17 von 397 Reichstagsabgeordneten kommen aus Württemberg. Man könnte sagen, eine verschwindende Minderheit. Ja, aber die Qualität zählt. Und wenn man sich die großen Gestalten des Parlamentarismus im Deutschen Kaiserreich anschaut, wird man auf drei herausragende Parlamentarier stoßen, die allesamt Württemberger waren, die zum Teil auch im Württembergischen Landtag in der Zweiten Kammer politische Erfahrung gesammelt haben und diese württembergische Kompromisskultur mitgebracht haben. Zwei große Liberale, Friedrich von Payer, der 40 Jahre im Reichstag gesessen hat, von 1877 an, der Württembergischen Volkspartei angehörte, dem Linksliberalismus nahestand und der dann 1918 in der ersten parlamentarischen Regierung des Reiches vertreten gewesen ist. Ihm zur Seite stand Konrad Hausmann, ein liberaler Mahner, ein Wächter und ein Antreiber, der nicht locker lassen wollte, bis das Kaiserreich zu einer parlamentarischen Monarchie wurde. Und auch der politische Katholizismus hat eine seiner großen Gestalten, vielleicht die größte Gestalt überhaupt, hier in Württemberg ihr eigen genannt, Matthias Erzberger, der es geschafft hat, durch Professionalität diesen typisch württembergischen Weg des Kompromisses nach Berlin zu übertragen. Und die Zentrumspartei war ohnehin die geborene Kompromisspartei aus einer Reihe von Gründen, die man vielleicht in der Diskussion noch vertiefen könnte. Hinzu kam mein letzter Punkt, dass über den Bundesrat, das heißt über die Vertretung der Einzelstaaten, auch Württemberg in starkem Maße Einfluss genommen hat. Es ist ein komplexes Mehrebensystem, so sagen es die Politikwissenschaftler mit Recht, in dem nicht zuletzt die Gesandtschaften und auch die württembergische Gesandtschaft auf informelle Weise, und zwar durchaus indem man direkt in den Reichstag und in die Fraktion hineingewirkt hat, im Politikgestaltungsprozess des Kaiserreichs eine erhebliche Rolle gespielt haben, wie neue Forschungen der Kollegen der Universität Siegen gezeigt haben. Ich fasse zusammen. Die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie, zehrt in erheblichem Maße von dem Erbe der württembergischen Kompromisskultur in Gestalt der großen Politiker Erzberger, Payer und Hausmann, die viel zu früh sterben. Erzberger wird ermordet, um noch mehr an diesem württembergischen Erbe in der Weimarer Republik zu verankern. Württemberg ist ein Experimentierfeld gewesen, ein Nährboden, auf dem diese Kompromisskultur gedeihen konnte. Es ist sozusagen ein Musterländle des Kompromisses gewesen. Württemberg, das Musterländle des Kompromisses. Man konnte zwar auch damals kein Hochdeutsch, aber man konnte Kompromiss. Ja, meine Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen aus dem Stadtpalais Stuttgart zu unserem digitalen Diskussionsabend, einer Kooperationsveranstaltung zwischen dem Stadtpalais Museum für Stuttgart und der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus. Das Thema, das uns heute Abend beschäftigt, mag so manchem exotisch erscheinen. 150 Jahre Reichsgründung. Wie bitte? Haben wir nicht andere Probleme? Die haben wir. Aber vielleicht mag so manches Thema, über das wir heute Abend diskutieren wollen,
doch die Probleme, mit denen wir es auch heute zu tun haben, auf besondere Weise beleuchten und vielleicht sogar diese Probleme etwas erhellen. Das wäre mein Wunsch für die Diskussion heute Abend. Meine Damen und Herren, mit dem Datum des 18. Januar 1871 konnte vor 100 Jahren noch fast jedes Schulkind etwas anfangen. An diesem Tag, Herr Giese hat es gesagt, Herr Püter auch, wurde in Versailles im Spiegelsaal das Deutsche Kaiserreich proklamiert, konkret der preußische König Wilhelm I. wurde zum deutschen Kaiser ausgerufen. Ein spektakulärer, feierlicher Akt, der in ganz Europa seine Wellen schlug. Der Führer der britischen Konservativen, Benjamin Disraeli, hat in einer bedeutenden Unterhausansprache kurz nach der Reichsgründung gesagt, die Gründung dieses Kaiserreichs in der Mitte Europas sei nichts anderes als eine Revolution. Eine Revolution, die in ihrer Bedeutung die französische Revolution, die große französische Revolution von 1789 noch übertreffen würde. Jeder politisch denkende Mensch hat sich damals 1871 mit der Reichsgründung beschäftigt und mit der Tatsache, dass hier in der Mitte Europas ein neuer, dynamischer, mächtiger Nationalstaat entstanden war. Und heute? Heute diskutieren wir über die Reichsgründung unter einer Fragestellung, die man sich vor 100 Jahren kaum hätte denken können. 150 Jahre Reichsgründung erinnern zwischen müssen, sollen und wollen. Wollen wir uns daran noch erinnern, an diesen Akt? Wie nahe steht uns dieses Kaiserreich? Das ist die Frage, die uns heute Abend beschäftigen wird. Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Abend eine sehr illustre Diskussionsrunde gewinnen konnten, die ich nun in aller Kürze vorstellen möchte. Zuerst die beiden Herren, es ist gewissermaßen ein Gruppenbild mit Dame, die beiden Herren im Raum. Ich begrüße sehr herzlich den Herrn des Hauses, den ich ja eigentlich gar nicht begrüßen darf, denn er ist der Herr des Hauses, Herrn Dr. Torben Giese, seit Februar 2017 Direktor des Stadtpalais Museum für Stuttgart. Herr Giese ist ein ausgewiesener Historiker und hat sich in den letzten Jahren natürlich vorwiegend mit der Stadtgeschichte Stuttgarts beschäftigt. Dann begrüße ich hier im Stadtpalais live Herrn Professor Dr. Wolfram Püter, Inhaber des Lehrstuhls für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart und Direktor der Forschungsstelle Ludwigsburg, die sich mit der Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigt. Im Netz sind uns zugeschaltet Herr Dr. Christopher Dove. Herr Dove ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Geschichte Baden-Württembergs hier in der direkten Nachbarschaft und überdies Ausstellungskurator und Forscher. Last not least begrüße ich sehr herzlich Frau Professorin Dr. Silvia Schraut, die zuletzt von 2005 bis 2020 eine Professur an der Universität der Bundeswehr in München Neubiberg innehatte und uns aus ihrem Homeoffice zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Schraut, herzlich willkommen, meine Herren. Herr Püter, ich möchte Sie als erstes fragen und an Ihren Vortrag von eben anknüpfen. Sie haben das Deutsche Kaiserreich gekennzeichnet als ein hochkomplexes System, das sich auszeichnet durch eine Kultur des Kompromisses, eine Kultur des Aushandelns, des politischen Kompromisses, mit Württemberg sozusagen als Epizentrum dieser Kultur des Kompromisses. Das macht uns das Kaiserreich im Grunde genommen sehr sympathisch und man denkt sofort an die EU und an Brüssel, an Verhandlungsprozesse, wo man dann nach langen Nächten endlich zu einem Kompromiss findet. So gesehen spricht vieles dafür, an das Kaiserreich und an die Gründung dieses Reiches zu erinnern. Eigentlich ist das so überzeugend, dass mir
fast der Mut fehlt, Ihnen zu widersprechen. Und ich muss einen leibhaftigen Bundespräsidenten hier sozusagen als Kronzeugen aufrufen, um den Widerspruch gegen Sie ins Feld zu führen. Der Bundespräsident heißt, Sie können sich's denken, Gustav Heinemann. Gustav Heinemann hat 100 Jahre nach der Reichsgründung im Januar 1971 in einer aufsehenerregenden Fernsehansprache an die Deutschen Folgendes unter anderem über die Reichsgründung gesagt, das darf ich jetzt zitieren. Die Reichsgründung hatte die Verbindung von demokratischem und nationalem Wollen zerrissen. Sie hat das deutsche Nationalbewusstsein einseitig an die monarchisch-konservativen Kräfte gebunden. 100 Jahre Deutsches Reich, das heißt nicht einmal Versailles, sondern zweimal Versailles, 1871 und 1919. Und dies heißt auch Auschwitz, Stalingrad und die bedingungslose Kapitulation von 1945. Herr Püther, die Kultur des Kompromisses im Kaiserreich einerseits und der Weg nach Stalingrad, nach Auschwitz und nach 1945 andererseits, wie geht das zusammen? Ja, es geht natürlich nur zusammen, wenn man unterkomplex bestimmte Epochen wie die Weimarer Republik überspringt. Das ist natürlich eine ganz unterkomplexe Reduktion von Geschichte, die keine Wissenschaft ist, sondern Geschichtspolitik. Und ich bin ja Wissenschaftler und kein Geschichtspolitiker. Ich glaube, es ist wichtig, das Kaiserreich so darzustellen, wie es der große Historiker Thomas Nipper, auf den ich mich auch gestützt habe, wenn es um Württemberg geht, getan hat. Es kommt darauf an, die Grautöne herauszuarbeiten. Er spricht von Grau in unendlichen Variationen. Wir brauchen keine Schwarz-Weiß-Malerei. Das machen nur Geschichtspolitiker. Die kennen nur die Bad und die Good Guys. Ein Wissenschaftler, der sich so verhält, ist kein seriöser Wissenschaftler. Es sei denn, er hat es mit dem Nationalsozialismus zu tun, aber das Kaiserreich ist ein hochkomplexes System und wir können dieser Komplexität nur gerecht werden, wenn wir uns wirklich einlassen. Ich will nur ein Beispiel geben, was ich aus Zeitgründen eben nicht geben konnte. Es gibt diese Kompromisskultur auch und nicht zuletzt auf der Ebene der Parteien, was dem Wahlrecht geschuldet ist. Im Kaiserreich erringt man ein Reichstagsmandat nur, wenn man den Wahlkreis gewinnt. Und das führt dazu, dass ab 1890 in immer mehr Wahlkreisen, bei der letzten Reichstagswahl 1912 sind es etwa 70%, es einen zweiten Wahlgang gibt. Und da muss man sich als Kompromisskandidat sozusagen die Stimmen der anderen Milieus besorgen, um zu reüssieren. Und da gibt es keine Blöcke. Da ist es so, 1912, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Nachbarschaft, aus Karlsruhe. Es ist der linksliberale des mosaischen Glaubens anhängende Rechtsanwalt, Linksliberale, Ludwig Haas, ein Linksliberaler, der gegen einen Sozialdemokraten, den Linkssozialdemokraten Adolf Geck, kandidiert. Die Liberalen haben diesen Wahlkreis Linksliberalen noch nie gewonnen. Aber Haas gewinnt ihn zum ersten Mal, weil der politische Katholizismus am Tag der Wahl aufruft, Haas zu wählen. Also während es ein Wahlkreisabkommen zwischen Linksliberalen und Sozialdemokratie gibt, das sozusagen aber nicht gilt für die Wahlkreise, wo die beiden gegeneinander stehen. Also daran kann man erkennen, es gibt kein Blockdenken. Und man müsste sich die Frage stellen, die die Forschung jetzt allmählich dabei ist aufzugreifen. Diejenigen, die in den Reichstag gewählt sind, verdanken ihre Wahl nicht der Absicherung auf einer Liste, die gibt es nämlich nicht, sondern dass sie als Kompromisskandidat vielleicht auch beim nächsten Mal wählbar sind. Verhalten die sich im Reichstag so wie ein Kompromisskandidat? Dafür spricht vieles. Nehmen wir das Beispiel von Ludwig Haas. Gehen wir auch mal nach Baden. Dürfen wir, glaube ich, auch hier in Stuttgart tun. Es ist so, dass einer der wichtigsten problematischen, auch den Militarismus des Kaiserreichs enthüllenden Affären, die Zabern-Affäre, die wird von zwei Badenern im Reichstag angeprangert. Ludwig Haas mit seinem Zentrumskollegen Konstantin Fehrenbach aus Freiburg. Die bilden sozusagen eine badische Allianz der Aufklärung, um im Reichstag diese der Reichsleitung unangenehme Frage öffentlich zu machen. Also ich will nur dafür werben, bewahren wir uns den Blick für die Komplexität. Werden wir nicht unterkomplex
und holen wir nicht irgendwelche geschichtspolitischen Keulen heraus. Ja, vielen Dank. Wir werden also festhalten, das Kaiserreich als komplexes System, dem man nicht gerecht wird mit Schwarz-Weiß-Malerei, und das Kaiserreich als eine Kultur des Kompromisses, die man in dieser Weise bislang jedenfalls auch in der Forschung nicht gesehen hat. Herr Giese, Sie sind hier der Hausherr und Sie haben vor kurzem hier in der ersten Etage des Stadtpalais eine Dauerausstellung eingerichtet über die Stuttgarter Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, und ein großer Raum darin widmet sich dem 19. Jahrhundert. Frage an Sie: Kommt die Reichsgründung, über die wir heute Abend diskutieren, in dieser Ausstellung überhaupt vor? Und wenn ja, wie oder was kommt überhaupt von dem Thema vor, das wir heute Abend besprechen? Ja, es kommt ganz, ganz wenig vor, wenn man das ehrlich sagt. Es gibt einen Text, wo drin steht, dass jetzt sich die Situation verändert hat und aus dem unabhängigen Königreich Württemberg ein solches wird, das zum Nationalstaat, zum neu gegründeten Reich gehört. Und ich will aber auch mal direkt auf Herrn Püter antworten, weil mich die Fragen, die Sie stellen, sehr beschäftigen. Und natürlich sagt der Wissenschaftler, und ich schließe mich auch als Wissenschaftler Ihnen vollkommen an, zu sagen, wir dürfen nicht unterkomplex werden. Wir müssen das Nibberdeische Grau, was uns, glaube ich, alle sehr beeinflusst hat, also mich auch als jungen Historiker, das müssen wir überall sehen. Natürlich braucht aber dieses Grau eine Menge an Wissen. Dazu muss ich, wie Sie, Herr Püter, Unmengen gelesen haben, diese Grautöne zu verstehen, mit ihnen zu spielen, sie einzusetzen, auch die Nuancen erkennen zu können, die zwischen all dem liegen. Und das Problem ist immer, wenn man an so einem Tag wie 150 Jahre Reichsgründung oder auch einer Dauerausstellung, die ja 200 Jahre Geschichte mit 6000 Zeichen überspitzt erzählt, tja, wie viel Grau bleibt denn da übrig? Und was ist denn das Schwarze und das Weiße, was ich zum Schluss erzählen kann, soll oder wie der Titel des Tages will, muss? Und da will ich auch auf Ihre These so ein bisschen eingehen. Und ja, als Wissenschaftler verstehe ich die gut. Ja, und ich würde jetzt auch erstmal als Wissenschaftler antworten, jetzt wäre zu demonstrieren, dass dieses württembergische Kompromisserfolgsmodell auch tatsächlich nach Preußen, also nach Berlin, exportiert wird, ob dieser Export tatsächlich gelingt. Darüber könnte man, glaube ich, ganz vortrefflich streiten. Nur die Frage ist dann, welchen Blick kriegt dann eigentlich der, ich nenne das jetzt mal Laie, der nicht so viel über das Kaiserreich war, wenn wir das jetzt als die erfolgreiche politische Kompromissgeschichte erzählen, und können wir daraus wirklich heute lernen, wie sie es in der EU angedeutet hat, oder müsste man dann nicht auch erstmal erzählen und jedem Erinnernden auch erzählen, zu sagen, ja, es gibt eben zwei Kammern und es gibt viel Streit darum, dass der Adel in der Kammer noch sitzt und die Frauen sind nicht repräsentiert und bestimmte Teile der Bevölkerung auch nicht, dann könnte man argumentieren, ja, vielleicht macht das ja gerade so einfach, Kompromisse zu finden, ohne dass ich das jetzt schon immer im Gesetz sage. Aber ich glaube, das ist die große Spanne, an der wir in so Momenten des Erinnerns zu solchen Dingen immer sitzen, dass die Wissenschaft diese Grautöne pflegt, aber zum Schluss wir auch so ein bisschen schwarz-weiß malen müssen. Und der Abend lebt auch, glaube ich, von dieser Spannung. Ja. Ja. Das Schwarz-Weiße braucht man manchmal, um die Dinge etwas klarer herauszuarbeiten, auch wenn sie in Wirklichkeit komplexer waren. Herr Püter, Sie haben über Württemberg gesprochen, und daran möchte ich nochmal anknüpfen und eine Frage stellen an Herrn Dowe. Bei der berühmten Zeremonie im Spiegelsaal von Versailles fehlten drei Monarchen, darunter der württembergische, also die Könige von Bayern, von Württemberg und Sachsen waren nicht zugegen, und das hat man damals durchaus registriert. Denn nicht alle waren begeistert von diesem neuen preußisch angeführten Kaiserreich. Insbesondere in Süddeutschland, und das haben Sie ja auch deutlich gemacht, war sozusagen das, was man mit dem Kaiserreich heute verbindet, Preußen, Militarismus und so weiter, durchaus nicht so sehr im Schwange. In Süddeutschland hielt sich die Begeisterung also in engen Grenzen, und das Reich hat ja dann, wie Herr Püter vorhin ausgeführt, hat auch Politik gemacht gegen maßgebliche Gruppen im Reich, also gegen Katholiken zunächst, dann gegen die sozialdemokratische Arbeiterbewegung. Herr Dowe, kann man eigentlich überhaupt davon sprechen, dass es sich hier um einen Nationalstaat handelt, wenn der durch so viele Bruchlinien durchzogen ist? Die Süddeutschen
sind nur lau dabei, die kommen gar nicht zum Gründungsfestakt. Katholiken werden erstmal ausgegrenzt, dann geht es an die Sozialdemokratie ran. Ein Nationalstaat, darunter stellt man sich doch eine Solidargemeinschaft, wie man heute so schön formuliert, vor. Und das klingt ja nun gar nicht solidarisch. Würden Sie das als Nationalstaat 1871, bleiben wir noch bei dem Datum, eigentlich durchgehen lassen oder ist das eher so ein loses Konglomerat? Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, was man sich anschaut. Und zum einen, wenn wir mal von den ganz platt von den Sprachen der Einwohner des Reiches von 1871 ausgehen, da ist eben nicht nur Deutsch die Muttersprache, sondern es gibt dann in verschiedenen anderen Reichsteilen an den Rändern diejenigen, die französischsprachig muttersprachlich sind, die unterschiedliche slawische Sprachen dann sprechen, zum Teil Polnisch dann auch noch im Ruhrgebiet. Also wir haben hier, schon wenn man von der Muttersprache her kommt, keine einheitliche nationale Sprache. Ist, wenn man Richtung Schweiz schaut, kein Problem. In den meisten anderen Nationalstaaten in Europa ist das schon mal eine ganz grundlegende Konfliktlinie. Das ist das eine, worauf ich hinweisen möchte. Das andere ist, dass, und das erschüttert das Kaiserreich immer wieder, in der Sozialistengesetz, Kulturkampf, aber auch später, ist die Frage, wer soll zur deutschen Nation gehören und wie definiert man deutsche Nation? Wir haben einerseits aus dem 19. Jahrhundert lange starke Tradition in der Nationalbewegung, die protestantisch, preußisch und deutsch gleichsetzt und damit die Katholiken, zum Teil auch die jüdischgläubigen Deutschen ausgrenzt. Wir haben dann die Frage, wie geht man mit den großdeutschen Traditionen der Nationalbewegung um, die ja dann 1866 in einem nationalen Bruderkrieg Preußen und die norddeutschen Territorien gegen Süddeutschland und die Habsburger Monarchie dann militärisch entscheidet. Wir sind dann bei der Reichsgründung knapp 5 Jahre später. Das sind also schon mal die Grundlinien und wir haben im Kaiserreich einen tiefgreifenden Wandel bei den Ansätzen, wie man begründet, wer gehört zur deutschen Nation. Die einen sagen zur deutschen Nation, da ist ganz wichtig, dass man dann auch einen Militärdienst für die deutsche Nation leistet. Andere sagen ja, die Sprache oder die Kultur ist wichtig. Und dann gibt es zunehmend stärker im Kaiserreich dann biologistisch-rassische Nationsdefinitionen, die dann so versuchen, dann deutsch sein, deutsche Nation zu definieren und damit zum Teil dann auch Bevölkerungsgruppen zur deutschen Nation zugehörig zu zählen, die in den Nachbarstaaten leben. Ja. Insofern haben wir vielerlei unterschiedliche Konzepte und ist das Label Nationalstaat, finde ich, sehr problematisch. Wenn wir über die Reichsgründung sprechen, Frau Schraut, dann hat die Sache ja doch einen Haken. Und jeder Historiker weist darauf hin, mit unterschiedlicher Akzentsetzung, dieses Reich wurde in Folge und durch drei Kriege geboren, also durch Waffengewalt ins Leben gerufen. Und es ging auch bekanntlich in Waffengewalt und durch Waffengewalt, ja durch ein Massensterben zugrunde, nämlich im Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde durchaus mitverantwortet vom Deutschen Kaiserreich, in welchem Ausmaß ist umstritten. Aber Tatsache ist, und das ist nicht umstritten, am Anfang wie am Ende dieses Reiches standen Kriege und der Geist in diesem Reich war dementsprechend, wie manche behaupten, auch ein militaristischer. Kann man denn, Frau Schraut, das ist nun meine Frage, die Gründung dieses Reiches auf ein militärisches Schurkenstück reduzieren? Reduzieren würde ich es nicht, aber dass die drei vorausgegangenen Kriege beziehungsweise dann der Krieg gegen Frankreich durchaus wichtige Elemente sind für diese Reichsgründung, das glaube ich schon. Ich finde aber auch, dass man gerade mit diesen Kriegen zeigen kann, dass sowas wie ein einheitlicher Nationalgedanke noch gar nicht da ist.
sondern dass wir ja, wie ja Herr Dove ja gerade ausgeführt hat, ja noch deutsche Staaten haben, die gegen deutsche Staaten gekämpft haben wenige Jahre vorher, dass wir deutsche Staaten im Süden haben, die nicht zur Kaiserkrönung kommen, in dem auch noch in den Landtagen darüber debattiert wird, ob man denn nun wirklich dieses Reich haben will. Und es ist nicht zuletzt eine Gründung der Fürsten. Es ist kein Nationalstaat, wie wir es klassisch verstehen, dass eine Nationalversammlung einberufen wird, die eine Verfassung erarbeitet, dann jemanden die Krone anträgt, wie das 1848 der Fall gewesen ist, damit scheitert oder auch nicht, sondern es ist eine Fürstengründung. Eine Fürstengründung und gerade der preußische König hat großen Wert darauf gelegt, auch diese Krone nicht vom Volk zu kriegen, sondern von seinen Kollegen. Insofern ist zu diesem Zeitpunkt zwar ein Einheitsstaat geschaffen, ein sehr föderaler, das hat Herr Püther ja nun in meinen Augen sehr sympathisch am Beispiel von Württemberg ausgeführt, was Föderalismus heißt in Deutschland. Und der ist ja nicht erst mit dem Kaiserreich entstanden, sondern hat ja im alten Kaiserreich genauso seinen Platz gehabt. Also wir sind ein Land mit zutiefst langen föderalen Traditionen. Aber dieser Einheitsstaat ist zumindest 1871 kein Nationalstaat, sondern es ist ein Einheitsstaat, den alle wollen oder viele wollen, der sehr deutlich von Preußen dominiert ist, der sehr deutlich zu zwei Drittel die Einwohner von Preußen hat und zu zwei Drittel auch preußisches Gebiet, wobei viele dieser preußischen Gebiete ja ursprünglich gar nicht zum Alten Reich oder zum Deutschen Bund gehört haben. Es ist nicht territorial schon mal gleich gar nicht der Nachfolgestaat des Alten Reiches, aber es ist der lang ersehnte Einheitsstaat. Herr Büter. Ja, ich wollte das gerne noch ergänzen. Es ist ja deutlich gemacht worden von der Kollegin und dem Kollegen, dass es noch ein gewisser Weg ist, bis dieser Nationalstaat eine Integrationsleistung erbringt, und das braucht Zeit, das ist vollkommen klar. Jetzt würde ich gerne auf drei Punkte hinweisen, die solche Integrationsleistungen erbracht haben. Zum einen die Nationalbewegung, die ja schon da war. Bismarck hat das Deutsche Kaiserreich im Bündnis mit der Nationalbewegung gegründet, die ja den Druck auf die süddeutschen Monarchen ausgeübt hat, die nicht einigungswillig gewesen sind. Und die Nationalliberalen, die klassische Partei, die den Nationalstaat erstrebt hat, ihn in den 1870er Jahren gestaltet hat und den irgendwann mal gehen die Nationalliberalen die Themen aus, sind eine ganz wichtige Kraft. Und anhand der Nationalliberalen Partei kann man ablesen, wie weit sozusagen der Nationalstaat etabliert ist oder nicht. Das Zweite ist das Wahlrecht. Wir haben ein allgemeines, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht. Das gibt es in keinem anderen großen europäischen Staat. Das ist das demokratischste Wahlrecht aller großen europäischen Staaten und das wirkt vereinheitlichend. Und da sind wir beim Reichstag und damit bei einem dritten Punkt: Symbole. Jeder Nationalstaat braucht Symbole. Und wenn man sich näher damit beschäftigt, es ist jüngst wird bald ein Sammelband erscheinen, da gibt es auch einen Beitrag über den Reichstag, dann wird man feststellen, dass der Reichstag, sowohl das Gebäude, vor allem der Wallotbau, als auch die Institutionen in hohem Maße als Nationalrepräsentation gewirkt haben. Denn der deutsche Kaiser hatte auch das Problem, gerade in Süddeutschland, dass er sehr stark als preußischer König wahrgenommen wurde. Aber der Reichstag war die einzige Institution, wo auch das Reich sich visuell und performativ darbieten konnte. Also insofern haben wir Ressourcen, die im Laufe der Zeit immer stärker genutzt wurden. Darf ich noch mal kurz an Frau Schraut anknüpfen und gegenhalten, Herr Püther? Im Dezember 1870 macht sich eine Abordnung von 27 Parlamentariern auf den Weg nach Versailles, um bei der Kaiserkrönung dabei zu sein und um sozusagen dem ganzen Gründungsakt, der sich abgezeichnet hat, eine Art parlamentarischen Anstrich zu geben. Wilhelm I. empfängt die Abgeordneten nicht. Er wartet, bis alle Fürsten zugestimmt haben. Und wir wissen ja, was das für ein zähes Ringen war, bis alle 25 sozusagen im Boot waren. Und dann, als die Fakten geschaffen waren, dürfen die Abgeordneten noch zum neuen Kaiser vordringen und bekommen eine Audienz. Sie haben gerade von Symbolen gesprochen, das hat ja vielleicht auch Symbolcharakter. Dieses Reich ist nicht durch Parlamente, nicht durch
der Volksbeschlüsse oder dergleichen geschaffen worden, sondern ostentativ als eine Gründung von oben inszeniert worden. Sie haben den Reichstag erwähnt, aber die Gründung des Reichs war natürlich auch eine Inszenierung, die sehr deutlich machte, wo hier eigentlich in diesem Reich der Hammer hängt. Ist das ein Geburtsfehler? Könnte man das so bezeichnen, dass sozusagen der Souverän, das Volk, gar nicht in Erscheinung trat? Würden Sie das als Geburtsfehler ansehen oder ist das, sagen wir mal, kann man das abhaken unter dem Begriff protokollarisches und Dekor? Ist nicht so schlimm, dass da sozusagen Parlamente nicht beteiligt waren. Es ist natürlich ein Makel, wenn man den Maßstab heranträgt, dass das Reich und auch die Verfassung sozusagen mit parlamentarischem Öl gesalbt sind und gezeugt werden. Das ist es nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Verfassung und die Institutionen im Laufe der Zeit ein Eigengewicht angenommen haben. Die Verfassung lässt vieles zu. Es ist eine Verfassung, die sich sympathischerweise zurückhält. Und die Beziehung, die Ausgestaltung der Beziehung zwischen der Reichsleitung und dem Parlament ist etwas, was sich in einem dynamischen Aushandlungsprozess und der Integration des Bundesrates und dann mit der Einzelstaaten immer wieder neu ergibt. Und gerade ab 1900 haben wir eine neue Dynamik, und die dazu führt, dass der Reichstag, ich glaube, das ist auch Stand der Forschung, zur Bühne wird, auf dem auch die politischen Figuren sich präsentieren müssen. Selbst ein Otto von Bismarck braucht den Reichstag, weil er die einzige nationale Tribüne ist, auf der er seine politischen Losungen verkünden kann. Selbst jemand, der den Parlamentarismus verachtet hat, das hat Bismarck zweifellos, braucht den Reichstag. Und insofern, ich will nicht auf die Daily Telegraph-Affäre eingehen, wo selbst die Konservativen den angeschlagenen Kaiser im Reichstag im Stich gelassen haben. Ich will nicht darauf eingehen, dass die Reichstagsdebatten wortwörtlich in den Zeitungen abgedruckt wurden, dass also in hohem Maße der Reichstag kommunikativ präsent gewesen ist. Ich will jetzt hier sozusagen nicht alles vom Reichstag her ableiten, aber wenn wir auf Medien, auf Öffentlichkeit, auf die Medienrevolution blicken am Ende des 19. Jahrhunderts, das fast alle Deutschen lesen und schreiben können, dann brauchen wir sozusagen eine kulturgeschichtliche Erweiterung der Politikgeschichte. Und da dürfen wir nicht bei den alten Schablonen stehen bleiben. Herr Giese. Ja, ich höre ganz gespannt zu und ich glaube, es ist eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion, die mir aber immer so ein bisschen jetzt die Frage bringt, ja, wenn man die Modernität des Kaiserreiches zu Recht, die Integrationsleistung im Folgenden betont, muss man ja aber auch sagen, wenn man auf die Reichsgründung an sich guckt, ist sie fürchterlich konservativ und rückschrittlich. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Spannungsverhältnis. Und ich frage mich die ganze Zeit in der Diskussion, ohne dass das moralisch bewerte, dass es ja schon interessant ist, dass wir jetzt zu dem Anlass 150 Jahre Reichsgründung eine starke historische Forschung haben, die über Modernität des Kaiserreiches spricht. Vollkommen zu Recht übrigens, ich kann das überhaupt nicht aus wissenschaftlich hinterfragen, die neue Blicke darauf wirft, aber so ein bisschen vielleicht der Frage auseinandergeht, die ja eigentlich in der Reichsgründung steht, die Herr Dover auch, glaube ich, klar gemacht hat. Ja, da gründet sich unsere Nation und was bedeutet uns das eigentlich heute? Also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir gar nicht so viel bedeutet und in meiner Generation und spielt der Nationalismus eher eine schlechtere Rolle. Aber Sie haben das auch in Ihrer Einleitung sehr stark gemacht. Natürlich ist das die Geburtsstunde des deutschen Nationalstaates. Als solches wird es erstmal die nächsten 30 Jahre lang frenetisch gefeiert. Und die Frage ist, wie stehen wir denn eigentlich dazu? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns vor dieser Frage so ein bisschen drücken und weder uns trauen zu sagen, ja nein, diese Nation sind wir nicht mehr, könnte ja eine Antwort sein, oder sind sie wir irgendwie doch noch, oder wollen wir wieder so werden, oder wollen wir auf keinen Fall so werden? Das ist natürlich sehr holzschnittartig gefragt, aber es ist interessant, dass wir dieser Frage auf jeden Fall aus dem Weg gehen, habe ich das Gefühl. Dann will ich doch diesen Ball mal aufgreifen, Herr Giese. Was bedeutet uns heute das Kaiserreich und inwieweit stehen wir noch auf den Schultern, wenn man so will, dieses Kolosses, den manche auf tönernen Füßen stehen sahen? Und stelle die Frage in die Runde. Die wirtschaftliche Entwicklung des Kaiserreichs war ja phänomenal. Mit der Gründung des Reiches und den entsprechenden Rechtsreformen bis hin zum BGB hat sich eine unglaubliche wirtschaftliche Dynamik entfaltet.
Das Kaiserreich war die Zeit, in der Deutschland vom Agrarstaat, das es im Grunde bis kurz vor Reichsgründung noch war, zu einem der modernsten Industriestaaten auf der Welt entwickelt hat. Die Industrialisierung war allenthalben zu beobachten. Die Städte haben sich verzweifacht, verdreifacht in ihrer Bevölkerungszahl. Die Produktivität stieg an, die Arbeitszeit ist behutsam zurückgegangen und der Außenhandel florierte immer mehr, sodass um 1900 bereits Deutschland auch eine große Exportnation war. Man muss ja nicht erinnern an das Made in Germany, das zunächst in England als Stigma 1887 erfunden wurde. Und das kehrte sich dann um, weil deutsche Waren eben wegen dieses Labels als besonders qualitätvoll wahrgenommen wurden. Deshalb meine Frage an die Runde. Sie können gerne antworten, in welcher Reihenfolge Sie immer wollen. Stehen wir in der Kontinuität des Kaiserreiches zumindest insofern, als die Grundlagen des Wohlstandes, die wir heute alle genießen, damals im Kaiserreich im Grunde genommen geschaffen wurden? Wirtschaftswachstum, Exportnation und so weiter. Wer mag beginnen? Ich kann gerne den Anfang machen. Sie kommen aus Frankfurt, das ist ja ein Thema für den Frankfurter. Genau, also ich glaube, dass man das natürlich immer, es gibt tausend Grautöne und es ist immer schwierig als Historiker zu vereinfachen, aber natürlich ist es so, dass was die Wirtschaftsstrukturen angeht, bestimmte gesellschaftliche Strukturen, die großen Infrastrukturprojekte, die Deutschland stark machen, die sind alle im Kaiserreich begonnen worden und viel von dem Fundament, auf dem wir stehen, ist gelegt worden, obwohl natürlich auch wieder Unzähliges in den Kriegen zerstört worden ist. Aber ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich glaube auch, und das geht mir auch jetzt durch den Kopf, dass natürlich das Kaiserreich wirtschaftlich und auch gesellschaftlich erstmal eine riesen Erfolgsgeschichte ist mit einem tragischen Ende. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das tragische Ende eben strukturell bedingt ist oder ein Unfall der Geschichte oder was auch immer. Das sind alles Dinge, da wird es auch fürchterlich methodisch kompliziert, wenn ich das so einfach rausposaune. Aber die Frage ist, es ist auch übrigens, auch nochmal dazu Herrn Dove zu sagen, es ist ja auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, was das Nation Building angeht. Also Sie haben das wunderbar alle gesagt. Also wir haben 1871 noch keine Nation und meine Heimatstadt Frankfurt ist man ziemlich unglücklich über die preußische Annexion 66, aber davon ist schon in den 80er Jahren nichts mehr zu spüren. Man ist Teil des Reiches und ist glücklich in diesem Reich und es gibt kaum, es gibt immer noch ein bisschen Antipreußentum, aber diese Risse, die werden unglaublich schnell gekittet, auch in Württemberg, wo man ja doch auch ein bisschen gefremdelt hat, aber selbst der spätere König Wilhelm II. War total überzeugt von dieser nationalstaatlichen Lösung und schon wahrscheinlich 10 Jahre später gab es keine, war dieser Staat Realität und er war gute Realität. Das sind alles starke Beispiele, starke Vorbilder, unter denen man aber auch, und das ist dann immer, welche Kontinuitäten es gibt oder Nicht-Kontinuitäten gibt, die vielleicht aber auch immer auf Fundament gebaut sind, mit dem wir natürlich wenig anfangen können. Und natürlich ist es dieser Zwiespalt, der einen dann immer beschäftigt. Wir haben vorhin schon über, wer alles aus der Nation ausgeschlossen geredet wird. Und wir haben natürlich auch die Entwicklung, dass wir sehen, wie man vielleicht im Kaiserreich zwar erfolgreich Nationen definiert, aber wie man es vielleicht nicht definieren sollte. Nämlich immer militärisch, immer gegen andere, Staaten, also immer sehr in der Anti-Haltung und das von Anfang an. Und das ist vielleicht auch die große Hypothek, die wir ja positiv gelernt haben und an die wir uns vielleicht auch erinnern können, dass wir es so vielleicht nicht machen sollten. Herr Püter, bitte. Ja, wenn es um die Integrationskraft der Nation geht, bin ich fast versucht, die eigene Familiengeschichte anzuführen. Püter ist ein polnischer Name. Mein Urgroßvater ist um 1900 als preußischer Staatsbürger polnischer Nationalität von der Prinz Posen an der unmittelbaren Grenze zu Russland gelegen, aber noch auf preußischem Territorium in den Westen Deutschlands nach Hamburg gegangen. Und innerhalb von einer Generation hat die nationale Integration funktioniert. Aus den gezwungenermaßen preußischen Staatsbürgern katholischen Glaubens und polnischer Nationalität sind dann Deutsche geworden. Also ich kann das in der eigenen Familiengeschichte sozusagen nachvollziehen. Aber ich möchte eigentlich
eine Frage stellen, die in gewisser Weise vielleicht auch etwas ist, was uns alle bewegt. Die Nation ist natürlich der Normalzustand und der Nationalstaat des 19. Jahrhunderts. Und Deutschland ist ein verspäteter Nationalstaat. Nach Italien der zweite, letzte verspätete. Frankreich hat gezeigt, dass man Nationen mit universalen Projekten, Liberté, Fraternité, Égalité verknüpfen kann. Hat der deutsche Nationalstaat irgendein universales Projekt hervorgebracht? Etwas, was außer von Deutschland werbend und anschlussfähig ist? Das ist natürlich eine Frage, die muss man stellen. Wir sehen die Einschränkungen, die Limitierungen, die starke Stellung des Militärs, der extrakonstitutionelle Einfluss, der überproportionale politische Einfluss der ostelbischen Großgrundbesitzer in Preußen. Gibt es da so etwas? Man könnte sagen, im Wissenschaftssystem ja, die technischen Hochschulen. Das ist eine deutsche Erfindung, die dann nicht zuletzt in den USA kopiert worden ist. Made in Germany. Und, so möchte ich meinen, der Sozialstaat. Der Sozialstaat ist eines der erfolgreichsten deutschen Exportprojekte schon der Bismarck-Ära. Und insofern ist der Sozialstaat durchaus etwas, was im Kaiserreich, ohne dass man es wollte, der Welt in gewisser Weise als funktionierend vorgeführt wurde. Der Sozialstaat, das Stichwort musste fallen. Jeder oder viele wissen, dass in den 1880er Jahren die großen Versicherungssysteme geschaffen wurden. Altersversicherung, Krankenversicherung, Unfall- und Invalidenversicherung. Und ich habe im Geschichtsunterricht noch gelernt, das war alles nur, um den Sozis das Wasser abzugraben. Mittlerweile sieht man das etwas differenzierter. Also selbst diese Leistung des Kaiserreichs wird sozusagen gerne noch als ein diabolisches Manipulationsinstrument dargestellt. Aber Frau Schraut, ich würde eigentlich gerne Sie fragen, Sie haben sich ja auch mit Gender-Geschichte und Frauengeschichte beschäftigt. Über Frauen haben wir bislang noch nicht gesprochen. Wir hatten verschiedene Themen. Gehörten eigentlich die Frauen zu dieser Nation dazu? Oder waren sie nur die Anhängsel des nationalisierten Patriarchats? Ich würde gern das kombinieren, Ihre Frage mit der Überlegung, was ist das Erbe des Kaiserreichs, wo wir Traditionslinien sehen im positiven Sinn. Sozialstaat haben Sie ja gerade genannt. Wir haben ja nicht nur im Kaiserreich einmal die Reichsebene und dann die föderale Ebene in den Ländern mit ihren jeweiligen föderalen Erbe, sondern wir haben ja noch ein anderes Machtzentrum und Entwicklungszentrum im Kaiserreich und das ist die Stadt, die Großstadt. Mhm. Ist ja vorhin schon darauf hingewiesen worden, dass wir um 1940 Großstädte haben mit mehr als 100.000 Einwohnern. Also die Industrialisierung ist ja auch ein Urbanisierungsprozess. Und dieser Urbanisierungsprozess bringt in der Stadt und in der Großstadt alle sozialen Probleme auf den Tisch und bringt auch alle Versuche, die sozialen Probleme zu lösen. Und da kommt dann auch ein Stück weit die Frauenbewegung mit ins Spiel, die eine zutiefst städtische Bewegung ist. Und je größer die Stadt, desto mehr Frauenbewegung. Und Frauenbewegung nach traditionellem Gendermodell kann sich eigentlich nur auf dem sozialen Feld bewegen. Und es ist die Frauenbewegung, die ganz, ganz viele soziale Einrichtungen ins Leben ruft. Vom Krankenhaus über die Gebärstationen, über die Ausbildung von Dienstmädchen und Armenversorgung und was immer Sie sich jetzt vorstellen können. Und das als nationale Aufgabe begreift. Also die Frauenbewegung erfindet, und darauf weise ich eigentlich immer hin, es ist nicht Bismarck, der den Sozialstaat erfindet, sondern die Frauenbewegung. Die Frauenbewegung schafft ganz große Akzeptanz für soziale Institutionen und bindet in der Großstadt alle ein. Selbstverständlich ist der Unternehmer dann derjenige, der die Großküche zur Ernährung der Arbeiterbevölkerung stiftet und seine Ehefrau wird der ehrenamtlich vorstehen. Und selbstverständlich wird jeder, der politisch in der Stadt irgendeine Rolle spielt, die Frauenbewegung unterstützen, wenn es um soziale Einrichtungen, Kinderbewahrungsanstalten und was immer sie sich jetzt vorstellen geht. Und die Frauenbewegung andersherum sagt dann wieder, wenn wir so den Sozialstaat aufbauen, sie nennt es natürlich noch nicht Sozialstaat, aber wenn wir das, was wir alles leisten auf dem Sozialstaat, fällt, wenn wir das tun, dann haben wir auch einen Anspruch drauf, ein Wahlrecht zu bekommen, beziehungsweise und als Teil der Nation zu verstehen.
Das ist ein spezifischer Zugang, den die bürgerliche Frauenbewegung wählt, am klassischen, seit der Französischen Revolution geltenden Gendermodell vorbeizusagen. Wir erziehen nicht nur zu Hause gute Staatsbürger und in Frankreich halt Republikaner, in Deutschland monarchietreue Bürger, sondern wir haben Anteil an der Nation. Und genau so definieren sie soziales Engagement. Und da haben wir ein Erbe, denke ich, was sehr stark in deutsche Sozialstaatsmodelle mit eingebracht wird und natürlich ein Stück weit, denke ich, auch deutsche Identität geprägt hat. Also wir hätten jetzt im Grunde schon zwei Traditionslinien, die uns heute mit dem Kaiserreich verbinden. Das eine, gut, ist die Wirtschaft made in Germany und so weiter, also dieses Exportmodell, dieser Wachstumsmotor, deutsche Ingenieurskunst und so weiter. Und das zweite ist der Sozialstaat mit dieser spezifischen Komponente, die gerade Frau Schraut dankenswerterweise genannt hat, dass es eben nicht nur Bismarck war, sondern dass die Leistung der Kommunen eigentlich genuin dazugehört. Die Kommunen haben auf ganz vielen Ebenen und auch dank der Frauenbewegung Soziales geleistet. Herr Dowe, Sie haben sich viel mit dem Katholizismus beschäftigt, zumindest mit Matthias Erzberger. Erzberger wurde von Herrn Büther einleitend genannt als sozusagen württembergischer Musterpolitiker, der im Kaiserreich Bedeutendes geleistet hat, auch als Kompromisspolitiker. Reicht das denn aus, wenn man jetzt so einen Musterkatholiken hat, der es wirklich weit gebracht hat? Am Ende war er dann noch Reichsfinanzminister, das war dann schon nicht mehr in der Weimarer Zeit. So etwas war ja im Kaiserreich undenkbar, dass ein bürgerlicher Politiker in die Regierung aufsteigt. Reicht das aus, wenn man jetzt mit Herrn Püther argumentiert, der Katholizismus war ein Ferment der Kompromisskultur einerseits, aber andererseits wissen wir doch auch, Katholik sein hieß im Grunde genommen immer irgendwie mit dem Stigma des Bürgers zweiter Klasse herumzulaufen. Wenn Sie die Berufungspolitik von Universitäten anschauen, was ist mit katholischen Wissenschaftlern passiert? Sie sind auf den Berufungslisten immer nach hinten gesetzt worden und der Protestant hatte den Vorrang. Also Herr Dowe, wie ist das nun mit dem Katholizismus im Kaiserreich? Können Sie uns da eine Antwort bieten zwischen den beiden Polen oder abwägen zwischen Herrn Püthers These, Kompromisskultur auch qua der Zentrumspartei einerseits und andererseits der Katholizismus, das katholische Milieu war doch auch ein ausgegrenztes Milieu bis zum Ende des Kaiserreichs im Grunde. Es ist immer die Frage, wie Sie schauen. Die Katholiken verstanden sich sowohl in Preußen oder in Baden vor der Reichsgründung wie danach als treue Staatsbürger und entsprechend verstanden sich auch als elementarer und ganz natürlicher Bestandteil des Deutschen Reiches von 1871. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, und die trägt sehr, sehr viele Kontroversen in das Kaiserreich, in die Gesellschaft hinein, in die Universitäten. Sie haben gerade die Berufungsverhandlungen genannt. Wir können es aber auch an vielen anderen Bereichen zeigen. Das ist dann die Frage, dass zusätzlich Zugänge zu gesellschaftlicher Partizipation über nationale Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit ausgehandelt wird, unabhängig von der Staatszugehörigkeit. Und da sind beispielsweise die Katholiken, die in bestimmten Phasen von bestimmten Gruppen dann unter Berufung darauf, dass man als kirchentreuer Katholik dem Papst jenseits der Alpen treu ergeben sei, damit dann nicht ein treu der deutschen Nation sein könnte, ist man ein potenzieller Verräter. Im Übrigen ähnliche Argumentationen gab es dann mit Blick auf jüdische Deutsche, weil es auch in anderen Nachbarländern dann jeweils jüdische Staatsbürger gab, oder es gab mit Blick auf die Arbeiterbewegung, sie versteht sich als eine internationale Bewegung, damit ist sie eine Verräter an der deutschen Nation. Also das sind Muster, die dann genutzt werden, um gesellschaftliche Diskriminierung dann zu praktizieren, unter Berufung auf die Nation. Und das ist etwas, was potenziell in der Gesellschaft des Kaiserreiches dann vorhanden war
und vorhanden blieb. 1906 zum Beispiel, als die Sozialdemokraten und die Zentrumspartei besonders kritisch bei der deutschen Kolonialpolitik nachfragen, wird der Reichstag aufgelöst und die Regierung finanziert einen Wahlkampf mit einer Kampagne gegen Zentrumspartei und Sozialdemokratie, dass sie Verräter an der deutschen Nation sind. Das ist eine andere Grauschattierung zu dem, ich sag mal, der Entwicklung, die Herr Püther mit Recht skizziert hat, dass es daneben auch immer wieder diese Suche nach den Kompromissen gibt. Und diese Feindbilder, diese nationalen Feindbilder, schwarze, rote und goldene Internationale, also gegen jüdische Deutsche, gegen deutsche Sozialdemokraten und gegen deutsche Katholiken, die sind älter als 1871 und die wirken auch in der Weimarer Republik und in Teilen dann in der NS-Zeit in Umformungen nach. Vielleicht kommen wir diesem Problem etwas näher, wenn wir den Begriff Mehrebenensystem nochmal aufgreifen, den Sie in Ihrem Einführungsvortrag in die Debatte geworfen haben. Es ist wahrscheinlich schon schwierig, über das Kaiserreich so als Block zu reden. Das, was wir zuletzt von Herrn Dowe gehört haben, betrifft doch im Prinzip die Eliten. Und wenn man sich die politischen Eliten dieses Reichs anschaut, naja, die waren schon ziemlich hermetisch. Also es gab nicht unbedingt einen Aufstiegsprozess über das Parlament in die Regierung, daran war gar nicht zu denken. Es gab eine mächtige Verwaltung, da hat sehr wohl die Gesellschaft in den Staat hineingewirkt. Aber die Eliten, die sozusagen die Macht in Händen hielten, das waren doch traditional geprägte Eliten. Ich will jetzt nicht das böse Bild malen vom Krautjunker, der hier patriarchalisch sozusagen das Reich bestimmt hat. Das ist natürlich eine Karikatur, aber abstreiten lässt sich das Argument ja wohl kaum, dass dieses Reich mit einer sehr vitalen, sehr bunten Gesellschaft, in sich sehr komplex, vielleicht auf unterkomplexe Weise geführt wurde, von Eliten, die mit dieser Komplexität ganz einfach nichts anfangen konnten. Wäre das, Herr Püther, sozusagen ein Angebot, Ihre These zu verknüpfen mit älteren Debatten, die diese Eliten, dieses Elitenargument ja sehr stark gemacht haben, Hans-Ulrich Wehler und andere, das waren eben Leute, die haben dieses Reich an die Wand gefahren, weil sie eben in einer Welt lebten, die im Grunde genommen von gestern war. Ja, es geht zunächst mal darum, den Elitenbegriff präzise zu fassen. Er neigt zu einem gewissen normativen Überschuss. Man muss ihn natürlich in starkem Maße differenzieren. Ich schätze Hans-Ulrich Wehler ja sehr, vor allem weil er sich weiterentwickelt hat und nicht stehen geblieben ist, im Unterschied zu manchen, die sich an den frühen Debatten beteiligt haben. Und er hat doch auch im Laufe seiner Zeit deutlich gemacht, wir haben auf der einen Seite sozusagen die politischen Eliten. Und wo verorten wir die? Wir können sagen, diejenigen, die Ministerämter inne hatten, in der Reichsleitung, in den Einzelstaaten, die hohe Posten der Verwaltung bekleideten, das ist sicherlich ein wenig weniger durchlässiger Sektor, aber wir haben in Deutschland im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien kein Eton, kein Cambridge und Oxford sozusagen, wo es eine natürliche Elitenrekrutierung in einer sozusagen sich selbst immer wieder reproduzierenden kleinen Blase gibt. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Da gibt es nicht den sozusagen klassischen Weg, wie man preußischer Ministerpräsident. Ein Theobald von Bethmann-Hollweg, der aus der Frankfurter Bankiersfamilie stammt, der einen preußischen Minister, Moritz August von Bethmann-Hollweg, ein Gelehrter, der Philosoph, wie man ihn nannte, der nur in Uniform erschienen ist, um sozusagen sein antimilitärisches Gehabe damit diesen Malus wettzumachen, der passt doch nicht in die Vorstellungswelt eines, der hat zwar einen guten hohen Fino, aber eines preußischen Krautjunkers, hat einen ganz breiten Horizont. Also auch der Elitenbegriff neigt zu einer gewissen Einschränkung dessen. Und wenn wir auf die Parlamentarier schauen, die ich durchaus als politische Elite eben auch in diesen Kreis aufnehmen möchte, haben wir ein hohes Maß an sozialer Mobilität innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Klassischer Aufstieg, aber auch innerhalb des Zentrums. Erzberger hat schon geantwortet.
Also das System ist durchlässiger. Es ist in mancherlei Hinsicht problematisch hermetisch, nicht zuletzt was die Rolle des Militärs anbelangt. Da müsste man noch etwas genauer hinschauen. Das ist ein sich selbst über Kadettenanstalten, wenn man Hindenburg nimmt, sich selbst rekrutierender, sozusagen in dem eigenen Mikrokosmos sich immer wieder neu nährender und dem zivilen Leben mit einer gewissen trotzigen Wucht abholte sagener Bereich. Und es wird immer dann problematisch, wenn das Militärische ein zu starkes Gewicht bei Entscheidungen gewinnt. Ein letztes Beispiel. Nehmen wir doch einen Württemberger noch. Mhm. Nehmen wir denjenigen Württemberger, der in der Reichsleitung die wichtigste Position innehatte. Der Staatssekretär des Auswärtigen Alfred von Kiederlen-Wächter, vormals Botschafter in Bukarest, hatte einen, heute würde man sagen, modernen Lebensentwurf. Er lebte zusammen, unverheiratet. Mit einer aus Rumänien stammenden. Also kein Skandal, der konnte Staatssekretär des Auswärtigen sein. Und er hat die Balkankrise 1912 so gemanagt, andere Sachen hat er weniger gut gemanagt, aber die Balkankrise 1912, die ein Potenzial zu einem großen Krieg gehabt hätte, sodass viele sagen, unter einem akademischer Lehrer, der Württemberger Eberhard Kolb, wenn Kiederlen-Wächter nicht am Neujahrstag 1913 gestorben wäre, dann hätte sich vielleicht die Außenpolitik des Kaiserreichs ein bisschen professioneller in der Balkankrise 1914 verhalten. Ja, wir haben jetzt über die Eliten gesprochen, auch etwas pauschal, und die differenzierenden Bemerkungen, glaube ich, waren sehr hilfreich, die Sie eben gemacht haben. Blicken wir doch nochmal auf die Gesellschaft, die ja doch, also mir zumindest, spannender fast erscheint als der politische Apparat. Das Kaiserreich war in gewisser Weise ein Laboratorium der Moderne, eine lebendige Zivilgesellschaft, wie unsere Kollegin Hedwig Richter nicht müde wird zu betonen, eine Zivilgesellschaft, wo sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft eine ganze Menge an Impulse gekommen sind. Frau Schraut hat ja vorhin schon die Frauenbewegung genannt. Man könnte aber noch viele andere Bewegungen nennen, die uns heute erstaunlicherweise wieder ganz aktuell vorkommen. Zum Beispiel der Veganismus. Ja? Überall sprießen die veganen Restaurants, vor allem, also zumindest in Städten hier wie Stuttgart, aus dem Boden. Und wo kommt das her? Im Kaiserreich ist die vegane Bewegung zuerst die vegetarische, dann die vegane entstanden. Das mag jetzt etwas abseitig erscheinen, aber es zeigt doch, dass Lebensformen und Lebenspraktiken und auch Haltungen zur industriellen Moderne in dieser Zeit entstanden sind. Freikörperkultur, ja. Wir haben oben in Degerloch einen eingezäunten Bereich, das nennt sich Freiluftbad, wo man also ausschließlich nackt herumlaufen darf, ist im Kaiserreich entstanden. Die Homöopathie, die Naturheilkunde, vieles andere wäre zu nennen, was eben in diesem Kaiserreich entstanden ist und gerne so etwas mit dem Begriff Lebensreform überschrieben wird. Nur hat das Ganze ja einen Haken. Auch die Naturschutzbewegung etwa. Das Ganze hat den folgenden Haken, dass diese Bewegungen keineswegs politisch irgendwie als progressiv einzuordnen wären, wie man vielleicht heute vermuten würde. Auch der Naturschutz, Hermann Löns, Schulz-Naumburg, glaube ich, hieß er. Mhm. Das waren Figuren, die haben gewarnt vor der Industrialisierung und gewarnt vor der Verschmutzung der Luft und der Verseuchung der Gewässer. Und wo standen sie politisch? Rechts. Wie lässt sich denn, eine Frage in die Runde vielleicht an Sie, Frau Schraut, wie lässt sich denn sowas einordnen? Das sind Bewegungen, die uns aktuell vorkommen, wo wir auch sagen könnten, jawohl, da ist eine Linie vom Kaiserreich in die Gegenwart hinein. Und wenn man sie genauer anschaut, fängt das an zu changieren. Sie haben natürlich jetzt in erster Linie Bewegungen genannt, die eher so ins Konservative verweisen, also jedenfalls von den Wurzeln her. Aber denken Sie mal an den Verein für Sozialpolitik oder denken Sie an die Institutionen der Sachverständigen im Armenwesen oder die Städtestatistiker. Wir haben jede Menge Reformbewegungen, die nicht ins Konservative verweisen.
für alle jetzt, ob jetzt ins Konservative verweisend oder ins Antidemokratische oder nicht, sie alle sind Part oder Teil einer Partizipationsgesellschaft, die wir ja schon als moderne Gesellschaft begreifen. In dem Moment, in dem die Angehörigen dieser verschiedenen Gruppen auch bereit sind, das, was Herr Püther vorhin sagte, Kompromisse einzugehen, beziehungsweise überhaupt miteinander zu diskutieren, sind das alles Elemente, die auch auf zukünftige Demokratie verweisen. In dem Moment, in dem man andere ausschließt und sagt, mit denen diskutiere ich nicht, das sind Sozialdemokraten, Katholiken, Jude oder was auch immer, dann wird es natürlich problematisch. Aber eigentlich ist diese sich industrialisierende, urbanisierende und vor allen Dingen urbanisierende Gesellschaft eine, die viele Angebote der Partizipation bietet, und daraus lässt sich natürlich der Weg in die Demokratie genauso ableiten wie ins Gegenteil. Klar. Ja, bitte, Herr Püther, dann Herr Dove. Entschuldigung, Herr Giese. Ja, Herr Püther, bitte. Ich möchte dem, was Frau Schraut so prägnant gesagt hat, vielleicht noch etwas hinzufügen. Den Sport. Der Sport ist nicht das Turnen. Das Turnen war politisch, so wie es Herr Hartfeller gesagt hat. Aber Turnen ist kein Sport, weil Turnen keinen Wettbewerbsgedanken besitzt. Hier wird der Körper sozusagen unter Anleitung eines Vorturners trainiert. Er wird gerichtet, diszipliniert. Der Sport hat etwas Kreatives, etwas dem Leistungsgedanken, dem Wettbewerbsgedanken der bürgerlichen Leistungsgesellschaft inhärentes. Und der Sport, der ja oft wie der Fußball ein Export aus England ist, ist in hohem Maße gerade für die Jugendlichen anschlussfähig. Fußball ist eine Fun-Sport-Art für junge Menschen, die, wie die Gründung von Borussia Dortmund zeigt, durchaus gegen Autoritäten rebellieren, diesmal gegen kirchliche Autoritäten, die sie nicht spielen lassen, das selber in die Hände nehmen, in hohem Maße auch eigensinnig. Er wirkt integrativ und hier werden Körper zur Schau gestellt. Hier zeigen sich Männer in kurzen Hosen und Tausende gucken schon bis 1914 zu. Hier haben wir auch eine Emanzipation des Körpers, neue Praktiken des Körpers. Also vieles von dem, der Sport kommt in der Weimarer Republik dann zum Durchbruch, aber das Ganze ist natürlich schon im Kaiserreich strukturell angelegt. Und Sie würden das durchaus als ein modernes Element des Kaiserreichs werten, das auch sozusagen die Brücke in die Gegenwart schlägt? So, ja, der Begriff der Moderne ist natürlich auch ein Begriff, der nicht unproblematisch ist, weil er einem bestimmten Modernisierungsparadigma anhängt, also einen teleologischen Blick auf Geschichte wirft. Ich bin überaus skeptisch, ich halte nichts von Teleologien jedweder Art. Also man braucht diesen Begriff der Moderne gar nicht. Was Frau Schraut gesagt hat, bringt die Dinge ja auf den Punkt. Partizipation sozusagen, den Aufruf sozusagen, sich auch mit neuen Praktiken des Körpers, auch der Öffentlichkeit zu beschäftigen. Das ist manchmal ambivalent, das haben Sie im Beispiel des Naturschutzes ja schon gezeigt. Hier haben wir die gesamten Ambivalenzen, die diese Entwicklung auszeichnen. Und insofern ist dann natürlich damit, wenn wir jetzt etwa England und Deutschland auf der Ebene des Sportes vergleichen, ist Deutschland ein Entwicklungsland, das aber allmählich, was den Sport anbelangt, Anschluss gewinnt. Und Deutschland entwickelt sogar eine Sportart ganz neu, die jetzt gerade eine Weltmeisterschaft in Ägypten abhält. Der Handball, das ist nämlich eine deutsche Erfindung, allerdings erst 1919. Auf diesen Moment habe ich gewartet, dass Sie den Fußball und den Sport in die Debatte werfen. Und das Schöne ist, es passt irgendwie immer. Und es findet auch immer sogleich Zustimmung. Und ich kenne mich da leider gar nicht aus, darum muss ich mich da ganz zurückhalten. Ich habe jetzt noch eine etwas steile These sozusagen im Ärmel. Die habe ich bei der Kollegin Lavinia Anderson in Berkeley gefunden. Sie spricht nämlich von Identitätspolitik. Sie sagt, im Kaiserreich habe eine Verfestigung von Identitätspolitik oder Identity Politics stattgefunden. Und das schlägt ja nun wieder eine Brücke in die Gegenwart. Identitätspolitik ist ein neuer Modus von Politik in den USA, sehr viel stärker als hier, wo es darum geht, dass Gruppen in der Gesellschaft ihre Zuschreibung, die sie überwiegend von außen bekommen, sozusagen umwenden als Marker im politischen Kampf, auch im Kampf um Deutungsmacht, dass also marginalisierte und ausgeschlossene Gruppen sich sehr selbstbewusst hinstellen und sagen, wir als People of Color, wir als Migrantinnen, wir als Queere, wir als was weiß ich, stellen fest, wir werden hier ausgeschlossen
Und das lassen wir uns nicht länger bieten. Und es geht dabei immer um Kollektive. Es ist also keine individuellen Präferenzen wie im liberalen Modell, sondern ein kollektiver Kampf um Sichtbarkeit, um Macht, um Identität in der Öffentlichkeit. Und das hatte man im Kaiserreich offenbar auch, Lavinia Anderson zumindest, behauptet das. Jetzt weiß ich nicht, wer in dieser Runde sich bei dem Thema irgendwie angesprochen fühlt. Mag sich jemand zu dem Thema Identitätspolitik heute und im Kaiserreich äußern? Mir erschien diese These zunächst überraschend und dann sofort vollkommen einleuchtend. Kann gerne. Schraut, ja, bitte. Zum Katholiken wurde man im Kaiserreich, zum politischen Katholiken wurde man im Kaiserreich gemacht. Und dann hat man sich aber auch als politischer Katholik empfunden. Sie kriegen ja die Ausbildung von katholischen Milieus, wie sie vorher nicht existiert haben. Oder nehmen Sie Sozialdemokratie mit all ihren Einrichtungen, die sie entwickelt hat, vom Gesangsverein über den Kaninchenzüchterverein, über was auch immer. Also es entstehen Milieus, die dadurch entstehen, dass erstmal die politische Haltung, die man vertritt, ausgegrenzt wird. Und dann wird versucht, in diesen Milieus sich selbst zu behaupten. Das heißt nicht, insofern muss man mit diesem Identitätspolitikbegriff vielleicht vorsichtig umgehen. Das heißt nicht, dass man dann sagt, wir haben den Anspruch, genauso mitmischen zu können, wie das andere dürfen, sondern es das heißt erstmal, wir haben den Anspruch, so sein zu dürfen, wie wir sind. Und das war vielfach im Kaiserreich mit einem hohen Anpassungsdruck nicht gegeben. Wir haben schon über Universitäten geredet, wir haben über Katholiken geredet, wir haben über Sozialdemokratie geredet. Und das sind ja nun keineswegs kleine Minderheiten. Also es sind große Gruppen, die einem hohen Anpassungsdruck unterliegen. Und wenn Sie mal jetzt vorhin, weil wir es von Eliten hatten, gucken Sie sich mal die Justizlaufbahn an, wenn klar ist, Ihre Familie muss garantieren, dass sie Ihnen ein standesgemäßes Leben ermöglicht, solange Sie kein Gehalt beziehen. Und als Justizassessor beziehen Sie kein Gehalt und das kann 10 und 15 Jahre dauern, bis Sie besoldet werden. Ist klar, dass nur kleine, enge Gruppen Macht ausüben, aber sie haben im katholischen Milieu und in anderen Milieus dieses selbstbewusste Auftreten, wir sind wir und wir dürfen auch so sein, wie wir sind. Und da sind ja gerade Württemberg und Baden beste Beispiele dafür, dass so auch eine regionale liberale Tradition, wie immer die dann in Württemberg und Baden unterschiedlich gefüllt wird, ganz deutlich in Szene gesetzt wird, um sich von einer Anpassungsdruckkultur, die man den Preußen zuschreibt, eben abzugrenzen. Ja, vielen Dank. Spannend. Wollten Sie sich dazu noch äußern, Herr Gies? Ja, ich will mal wieder, also ich merke so für mich, dass ich einfach auch, dass mich diese Diskussion ein Stück weiterbringt in meinem Umgang auch mit der Reichsgründung, die ja unser Anlass ist. Und ich glaube, Sie werden mir alle zustimmen, wenn man genau drüber nachdenkt, steckt von all den weißen, von den hellen Dingen, die im Kaiserreich stecken, ganz wenig in der Reichsgründung. Sondern die Reichsgründung steht irgendwie für die dunkelgraue Seite der Geschichte. Und wir kriegen fast nichts von dem, was wir gerade als, also eigentlich steckt von all den positiven Dingen, mit denen wir uns identifizieren können, in diesem Bild, wo die Fürsten im Versailler Spiegel stehen, fast nichts. Und ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Erkenntnis anfangen soll. Das darf ich jetzt sagen. Vielleicht ist er auch gar nicht so tiefgreifend. Also ich will das auch gar nicht. Aber ich finde es schon interessant, dass man nämlich, klar, in unserem holzschnittartigen Umgang mit dem Kaiserreich vergessen wir auch natürlich ganz schnell, dass es fast 50 Jahre deutsche Geschichte sind. Und dass das, was 1871 passiert, ist nicht das, was 1900 hier in Stuttgart in der Großstadt anthroposophisch oder sonst wie passiert. Mhm. Und ich glaube, der Blick auf 71, und da würde ich auch noch mal gerne hin, weil was auch interessant ist, wir haben fast überhaupt nicht über Monarchie gesprochen. Und ich glaube, es wäre für jeden Zeitgenossen sehr wichtig, dass er in einer Monarchie lebt. Und für all das, was wir heute über das Kaiserreich diskutieren, ist es gänzlich unwichtig. Ich glaube, wir haben nicht einmal auch nur den Namen Kaiser Wilhelm II., geschweige denn den König Wilhelm II. Von Württemberg dazu gebraucht, das Kaiserreich zu erklären. Das sind so, das ist für mich, und genau die sind es aber, die dieses Reich gründen, und vielleicht gerät es eigentlich, sobald es gegründet ist, wird es dann doch eine solche nationalstaatliche Geschichte, dass es zum Schluss dieser Staat eigentlich diesen Monarchen nicht mehr gehört und er sich verselbstständigt hat. Ist vielleicht das, was man aus dieser Reichsgründung am ehesten mit
oder was ich am ehesten mitnehmen kann. Ja, ich will glaube, das ist ja, bitte, ein anderer Faktor mit rein. Und bitte. Zwar, wenn ich versuche, 1871 irgendwie zu packen und ihm eine besondere Bedeutung zuzuweisen, dann muss ich irgendwie mit der Gründung des Nationalstaates argumentieren und muss ein entsprechendes Geschichtsbild aufbauen. Mhm. Wenn man aber, so wie wir das machen, entweder auf das Kaiserreich schaut, wie auch auf die Römische Republik und es analysieren als Historiker, haben wir nicht die Nationalstaatsbrille auf. Und die anderen Faktoren, die wir jetzt raus präpariert haben, wo man längere oder kürzere Brücken bis zur Gegenwart nachverfolgen kann, mit Wellen, Abweichungen und Ähnlichem, das sind dann Dinge, die auf eine pluralistische Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zulaufen. Und natürlich, im Kaiserreich haben wir unsere Kanalisationssysteme in den Großstädten bekommen. Ja, auch die meisten Eisenbahnmagistralen sind da gebaut worden. Aber das sind auch keine Phänomene, die typisch deutsch sind, sondern das ist, kann man in den Teilen von Europa, die zu dem Zeitpunkt sich industrialisiert haben, überall finden. Und insofern, glaube ich, kommen wir da, wenn wir nach 1871 als Erinnerungsanker fragen, kommen wir immer wieder an den Punkt, wollen wir mit einer nationalstaatlichen Brille? Ja, Herr Püter, bitte. Ja, ich möchte das gerne aufgreifen, was gesagt wurde, was Herr Giese jetzt nochmal zugespitzt hat auf die These, sind die Monarchen entbehrlich für den Nationalstaat? Sie sind es natürlich. Das zeigt nicht nur, dass der Nationalstaat die Monarchie überdauert hat, denn die Weimarer Republik ist natürlich ein Nationalstaat, der ja genauso heißt. Offizielle Bezeichnung ist ja Deutsches Reich. Im Unterschied übrigens zu Österreich-Ungarn. Da braucht man den Monarchen als Integrationsfigur, der dieses multinationale Gebilde qua Monarchie zusammenhielt. Und insofern bedeutet das Ende der Monarchie natürlich auch das Ende dieses überstaatlichen Gebildes. Ähnliches könnte man dafür das zarische Russland sagen. Und die symbolische Leistung der Monarchien in Deutschland ist viel geringer als die in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark und Schweden, in Norwegen. Das sind ja Monarchien, wo heute, Großbritannien nicht zu vergessen, die Monarchen eine symbolische Leistung erbringen, gerade wenn wir auf Belgien schauen. Also sie standen am Anfang, aber vielleicht auch als ein bisschen sich selbst ins Schaufenster stellend, weil die Nationalbewegung dahinter stand, sind dann verschwunden, ohne dass der Nationalstaat damit verschwunden ist. Darf ich eine kleine monarchische Anekdote? Frau Schraut, bitte. Ja, eine kleine monarchische Anekdote. Aus meiner Verwandtschaft, 1876 geboren, ein Mann, der Sozialdemokrat war, politisch aktiv, der 1925 eine Tochter bekommt, in Baden lebt und seine Tochter Hilda nennt nach der letzten badischen Großherzogin. Mhm. Ja, ja. Da haben Sie die ganzen Facetten des deutschen monarchischen Denkens. Ja. Herr Dove? Ich würde mit Blick auf die auf das Jahr 1870-71 den Monarchen vielleicht dann doch ein etwas größeres Gewicht zusprechen. Denn ich glaube, sie spielten eine ganz, ganz wichtige Funktion als Brücke in das neu entstandene Reich und spielten eine wichtige Brücke für eine spätere Nationalisierung. Dass es diese Monarchen gab, dass es diesen Monarchenbund gab, das war für die konservativen Preußen eine Brücke dazu, dass sie sich überhaupt mit diesem Nationalstaat anfreunden konnten. Und genauso war es für ganz viele in der Bevölkerung, die eben noch nicht nationalisiert waren, dann ihr Monarch blieb. Der bayerische König blieb, der badische Großherzog blieb und damit blieb zunächst einmal diese Identifikationsfigur. Und wir haben in der Zeit in den 1870er Jahren, 80er Jahren einen tiefgreifenden Wandel, bei dem sich dann die Identitäten
die sich auf den badischen Staat bezogen haben, da, oder auf den württembergischen Staat, dann auch in einen nationalen Kontext reinbegeben haben, ohne dass es ein Widerspruch war. Wenn man im Kaiserreich in Württemberg um 1900 gefeiert hat, war es überhaupt gar kein Problem, dann eine Festrede zu halten und am Ende einen Toast auf den württembergischen König und auf den deutschen Kaiser auszubringen. Das war dann gleichzeitig Ausdruck der Zugehörigkeit zur deutschen Nation und kontrovers. Und das hat sich aber erst in den Jahren davor entwickelt. Und da war das die Fortexistenz der Monarchien auf den unterschiedlichen Ebenen eine wichtige Brücke für diese nationale Integrationsleistung, die wir zu Beginn unseres Gespräches dann herausgearbeitet haben. Ich will jetzt an dieser Stelle nochmal etwas springen zu einem Thema, das wir bislang noch nicht angeschnitten hatten, das aber aus heutiger Perspektive doch eigenartig beunruhigend aktuell ist. Nach langem Widerstreben, das lernt man in der Schule, hat sich Otto von Bismarck Mitte der 80er Jahre bereit erklärt, die deutschen Schutzgebiete sozusagen zu Kolonien, zu deutschen Kolonien zu machen, in Deutsch-Südwest, Namibia, Togo, Tansania, Ruanda, Burundi, also das damals allbekannte Deutsch-Südwestafrika. Das Deutsche Reich gehörte damit zu den Kolonialmächten, was nichts Ungewöhnliches war in Europa, und es führte seine Kolonialkriege, was auch nichts Ungewöhnliches war, aber zu trauriger Berühmtheit brachte es dann doch jener Kolonialkrieg 1904 bis 1908 im heutigen Namibia, der Kolonialkrieg der deutschen Truppen unter Lothar von Trotha gegen die Herero. Und diese Geschichte schlägt ja heute wieder hohe Wellen, einmal politisch in der Frage, war das ein Völkermord, ja oder nein, mit erheblichen Konsequenzen. Historiker sind sich weitgehend einig, dass das ja, Aushungern, dass das Abschlachten, dass die inhumane Behandlung der Hereros damals, man sagt zwischen 25.000 und 80.000 Menschen sind damals umgekommen in diesem Krieg, dass das sozusagen doch ein Genozid gewesen ist. Und jetzt stellt sich doch die Frage, hat dieser Rassismus, der dabei eine erhebliche Rolle gespielt hat, denn so wäre man in Europa nicht miteinander umgesprungen, hat dieser Rassismus Auswirkungen über diesen Krieg hinaus? Ist er vielleicht etwas doch spezifisch Deutsches in seiner Radikalität? Hat er vielleicht sogar Linien vorausgezogen, Schatten geworfen, die in Richtung Nationalsozialismus weisen? Das sind ja Debatten, die Historiker geführt haben in Deutschland, Historikerinnen auch, und die uns zum Nachdenken anregen. Herr Püter, ist Ihnen dieses Thema als Historiker vertraut in der Weise, dass Sie sich jetzt ein Urteil zutrauen wollen zu der Frage, der Krieg gegen die Hereros, war das der Anfang auf einer Linie, die am Ende irgendwo in Auschwitz geendet hat? Das ist natürlich eine dieser Kontinuitätsfragen, die Historiker, die um Komplexität bemüht sind, sie erkennen zu lassen, herausfordert. Das darf man nicht beschönigen, gegen Herero und Nama. Wenn man sich sozusagen die Grausamkeiten anschaut, die andere europäische Kolonialmächte verübt haben, ist das jetzt keine Ausnahme gewesen. Und es spricht natürlich für ein kulturelles Überheblichkeitsgefühl mit rassistischen Neigungen, wie es europäische Mächte praktiziert haben, vor allem in Afrika. Dass von hier eine direkte Linie zum Holocaust führt, ist nach meinem Kenntnisstand eine überaus kühne These. Es hängt zum einen damit zusammen, dass diese Aktionen ja in Deutschland selbst umstritten waren, dass nicht zuletzt der erwähnte Erzberger und viele andere das Ganze politisch sozusagen problematisiert haben. Aber wenn man sich zum Beispiel anschauen würde, das haben Historiker gemacht, wie Sven Reichert, was ist aus denen geworden, aus den
wenigen hundert, die beteiligt waren, dann wird man hier keine direkte personelle Kontinuität feststellen. Und die Nationalsozialisten, und wir dürfen den Nationalsozialisten Rassismus ja nicht verharmlosen, speist sich im Kern aus einem rassistischen Antijudaismus, das ist das Bewegungsgesetz des Nationalsozialismus, der noch andere Rassismen kennt, aber der Antisemitismus ist der Kern sozusagen des Genozids. Und das ist dasjenige, was Auschwitz zu diesem Schandmal gemacht hat. Und es ist, gehört zur Selbsterforschung, zur kritischen Selbsterforschung einer jeden Nation, alles nicht unter den Teppich zu kehren, sich zu bekennen, ja, nichts zu verharmlosen, aber bitte das Ganze auch in einen Kontext einstellen, damit es sozusagen, damit die Proportionen gewahrt bleiben. Herr Giese, ich will auch nochmal ich bin da ganz auf Ihrer Seite und man könnte ja den Schritt weiter noch gehen, dass man eben, wenn man immer danach fragt, ob es Kontinuität zu Auschwitz hat, dass man dann diesen vermeintlichen Völkermord eben nicht mehr so ernst nimmt. Es wäre doch umso wichtiger, ihn für sich zu untersuchen. Warum ist er im Kaiserreich unter welchen Bedingungen möglich? Und was sagt es über diese Gesellschaft aus? Und ist es nicht schon so schlimm, dass man nicht noch danach schauen muss, ob es noch schlimmer endet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das tun wir in der Kolonialismusdebatte zurzeit ganz oft, dass man eigentlich erstmal danach fragen muss und wir als Historiker ohnehin verstehe die Zeit aus sich selbst heraus. Wie ist das im Kaiserreich möglich? Warum passiert das? Und natürlich ist es so, dass es den anderen auch passiert. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass die deutsche Nation anders damit umgeht. Sie hat das aber nicht getan bei aller Modernität, die wir vorher umschrieben haben. Und für mich ist das immer eigentlich das interessantere Frage, was für Prozesse spielen da eine Rolle, dass das passiert? Und Sie haben vollkommen recht, das Interessante ist es ja nicht, die einfachste Erklärung, die man oft hat, auch als junger Historiker, ist, das kriegt ja keiner mit. Nein, so war das ja nicht. Man hat durchaus wahrgenommen im Deutschen Reich, was da passiert und das auch kontrovers diskutiert. Das hat aber zum Schluss nichts verändert. Und ich glaube, das ist eigentlich, das reicht als Frage, darauf zu schauen, was passiert eigentlich da und was sagt uns über das Kaiserreich aus, ohne die große Kontinuität ziehen zu müssen. Ja, meine Damen und Herren, das Thema unserer Diskussion lautet 150 Jahre Reichsgründung, erinnern zwischen müssen, sollen und wollen. Und wir haben dieses Thema jetzt von verschiedenen Seiten andiskutiert. Wir haben keineswegs nur über die Reichsgründung diskutiert, weil wir festgestellt haben, diese Reichsgründung alleine hängt merkwürdig in der Luft, wenn man nicht in Betracht zieht, was ist daraus geworden. Und dieses Reich hat sich entwickelt über 50 Jahre hin. Ich würde jetzt trotzdem diese Frage, die ja doch sehr pointiert auch von Ihnen formuliert wurde für den heutigen Abend, 150 Jahre Reichsgründung, sollen, wollen oder müssen wir uns daran erinnern, nochmal an Sie alle kurz zurückspielen und Sie einzeln bitten, dass Sie mir einen Satz formulieren, wir sollen, wollen oder müssen an die Gründung des Deutschen Kaiserreichs erinnern oder nicht erinnern, weil, und dann bitte nennen Sie mir ein oder zwei, vielleicht auch drei Aspekte, die Ihnen besonders wichtig erscheinen in der Diskussion, jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir hier alles zusammengetragen haben. Vielleicht beginnen wir dieses Mal andersherum und sagen, Ladies first, Frau Schraut, sollen, wollen, müssen wir an das Kaiserreich erinnern und wenn ja, warum? Also sollen, wollen und müssen, in meinen Augen müssen wir auf jeden Fall an das Kaiserreich erinnern. Ob wir jetzt speziell die Reichsgründung in den Vordergrund stellen müssen, weiß ich nicht. Das ist halt dann nun der Beginn eines Nationalstaats. Aber das Kaiserreich ist ja nun eine Gesellschaft, die wir ja heute Abend auch gut ausgearbeitet haben, mit vielen Schattierungen, vielen Elementen, die auch in die deutsche Geschichte von heute verweisen, aber auch Elementen, an denen man Gefährdung von Partizipationsgesellschaft und Demokratie sehen kann, wenn man eben die antidemokratischen Elemente des Kaiserreichs, über die wir ja heute nicht so fürchterlich viel gesprochen haben, in den Vordergrund stellt. Genauso wie man die positiven oder die interessanten, spannenden Elemente einer Entwicklung einer industrialisierten, urbanisierten Gesellschaft, einer Nation, die sich dann auch als Kulturnation verstehen will und. Also es gibt viele Aspekte, die im Kaiserreich entstehen und die wir selbstverständlich aus meiner Sicht erinnern,
sollten, können, dürfen, müssen, wie es auch viele antidemokratische Elemente gibt, an die wir auch erinnern dürfen, können, müssen. Und dazu gehört vielleicht dann auch die Ausrufung des Kaisers in Versailles. Vielleicht noch als kurze Zwischenbemerkung. Erinnern ist ja das eine. Und sich in eine Tradition stellen und auf diese Tradition sich irgendwie positiv beziehen, das ist ja was anderes. Aber das nur als Zwischenbemerkung. Vielleicht machen wir weiter mit Herrn Dove im Netz, bevor wir dann hier das Schlusswort hier im Stadtpalais noch zu Ende führen. Herr Dove, sollen, wollen, müssen wir an die Reichsgründung und das daraus entstandene Kaiserreich heute noch erinnern? Wenn ja, warum? Ich sehe es ganz ähnlich wie Frau Schraut. Ich möchte und ich befürworte das Erinnern und das Auseinandersetzen mit der Geschichte des Kaiserreiches als ein sehr, sehr lehrreiches Beispiel dafür, wie sich Gesellschaften stark verwandeln, wie sich dann auch unter schwierigen oder sperrigen politischen Ausgangssituationen sich neue Partizipationsmöglichkeiten ergeben können, aber auch welche Schwierigkeiten und Gefahren dann solche modernen Gesellschaften dann ja entwickeln können, die und viele der Dinge, die wir im Kaiserreich in Nutsche, in Kinder manchmal in der Kinderstube sehen, können wir dann in Weiterentwicklung dann durch das 20. bis manchmal bis ins 21. Jahrhundert dann verfolgen. Aber ohne, dass man jetzt so sagt, von nach, also was weiß ich nicht, vom Völkermord der, an den Herero und Nama, dann nach Auschwitz, sondern indem man dann sagt, im Kaiserreich entsteht ein rassistisches Denken, das wird dann auch von einer anthropologischen Wissenschaft dann als legitim und wissenschaftlich erklärt. Das ist dann etwas, was dann im 20. Jahrhundert verheerende Konsequenzen hat für eine Akzeptanz von einer Politik, die vorher undenkbar war, die die Nationalsozialisten dann mit breiter Unterstützung aus vielen Teilen der Bevölkerung umsetzen. Insofern, glaube ich, kann man am Kaiserreich sehr, sehr viel lernen, aber da ist die enge Fokussierung auf die Reichsgründung von 1871 dann zu eng. Ja, vielen Dank. Herr Giese, Ihr Schlussplädoyer. Ja, ich habe heute eine Haltung dank Ihnen allen in der interessanten Diskussion bekommen. Ich möchte mich auch ganz dafür bedanken und die kann man eigentlich zuspitzen, dass ich mich unglaublich gerne an die ans Kaiserreich erinnern will und dass das eine unglaublich spannende Aufgabe ist, sich damit auseinanderzusetzen aus den Gründen, die die Kollegen genannt haben und ich mich dann aber trotzdem auch an die Reichsgründung erinnern muss, die eben vielleicht für die anderen Dinge so ein bisschen steht oder die den Ausgangspunkt für das setzt, was uns jetzt als Wissenschaftler gerade gar nicht so interessiert an diesem Reich. Und darum ist dieses Wollen, Kaiserreich, Müssen, Reichsgründung vielleicht für mich ein schönes Fazit des Abends. Würden Sie an Ihrer Ausstellung im Licht der heutigen Diskussion was ändern wollen? Das ist immer schwierig. Ich glaube, dass unsere Ausstellung diese Fragen nur wirklich so indirekt spiegelt, dass man, wenn man ehrlicherweise muss, wahrscheinlich kaum zwei Sätze ändern müsste, um das in der dritten Anwendung auf Stuttgart und in der Vereinfachung auf zwei Objekte in einem Raum überhaupt zu erzählen. Von dem her glaube ich das nicht. Ich glaube aber, dass was man aus stadthistorischer Sicht mitnimmt, ist, dass wir ziemlich wenig über Stuttgart im Kaiserreich wissen und dass wenig über diese dynamische Stadt bekannt ist, ganz im Gegensatz zu anderen Städten wie meiner Heimatstadt Frankfurt, die wesentlich besser erforscht ist. Und dass da vielleicht schon eher auch die Forschungsfelder für uns als Institutionen gemeinsam und auch wir als Museen, als Ausstellungsmacher liegen. Vielleicht braucht es genau solche Dinge dann in den nächsten Jahren und vielleicht hat das heute Abend den Anstoß gegeben, wer weiß. Ja, das ist ja schon fast ein Appell an den Universitätshistoriker Professor Dr. Wolfram Püther, wenn ich höre, dass Stuttgart im Kaiserreich noch nicht gut erforscht ist. Naja, aber wir wollen jetzt gerne und mit großer Spannung noch Ihr Schlussplädoyer zu unserem Thema hören. Das Eingangsplädoyer haben Sie gegeben mit einer hochinteressanten These, Kaiserreich als Kompromisskultur. Und jetzt, wie würden Sie
das Urteil fällen über die Frage, müssen, können, sollen wir erinnern an die Reichsgründung samt Kaiserreich? Und wenn ja, warum? Wir müssen erinnern als Erinnerungsgemeinschaft, das ist auch eine staatliche Aufgabe, an den ersten deutschen Nationalstaat. Wir haben gesehen, die Monarchen sind vielleicht entbehrlich, aber der Nationalstaat ist ja geblieben und er ist, das haben eigentlich damals alle so gesehen, auch die Kritiker der Monarchie, ein historischer Fortschritt. Man stellt sich vor, der VfB Stuttgart, der FC Bayern München würden nicht in derselben nationalen Liga spielen. Und weil Württemberg und Bayern zwei getrennte Territorien darstellen würden. Aber wir müssen es tun, und zwar anders als jetzt. Jetzt kommt mir vor, das Kaiserreich wie ein verschämter Blick auf einen Verwandten, der aber abgerissen daherkommt, der nicht sozusagen heruntergekommen ist. Man schämt sich dessen und versteckt ihn lieber. Oder degradiert ihn mit markigen Worten. Sie haben sie in Ihrem Eingangsstatement ja dargebracht. Nein, wir brauchen eine Erinnerungs- und Gedenkkultur, die die Zwischentöne trifft. Nicht mit Hurra-Geschrei, aber auch nicht mit sozusagen, ich kenne dieses Reich nicht. Das Kaiserreich in Gestalt des ersten deutschen Nationalstaates gehört unbedingt zur Vorgeschichte des deutschen Nationalstaates, in dem wir uns ja bewegen. Ein größer gewordenes Europa, ein Mehrebenensystem. Da ist vieles durchaus aktuell und anschlussfähig, dynamisch, ambivalent, mit anderen Worten, zur historischen Standortbestimmung der Gegenwart. Das ist Aufgabe der Geschichtswissenschaft und der Gedenkkultur gleichermaßen. Brauchen wir das Kaiserreich nötiger denn je? Vielen Dank. Ja, Frau Schraut, meine Herren, ich danke Ihnen allen sehr herzlich für diese überaus anregende, lehrreiche Diskussion. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass es Ihnen, meine Damen und Herren, an Ihren Bildschirmen an diesem Jubiläumstag oder kurz vor diesem Jubiläumstag ebenso geht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Diskutantinnen und Diskutanten. Ich bedanke mich beim Stadtpalais Stuttgart für die sehr anregende und interessante Kooperation, bei Ihnen, Herr Giese, dafür, dass Sie den Aufschlag gemacht haben. Und ich wünsche uns und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.